Hey Leute, neulich lese ich auf spiegel.de: Spanien, Mann springt auf Ferkel und tötet 79. Er muss jetzt dafür 15 Monate in Haft. Da wollte sich der junge Herr einen Spaß erlauben und hat sich mal gedacht, okay, stellst du dich mal auf den Zaun, lässt das Ganze von deinen Arbeitskollegen filmen und springst jetzt einfach mal Bauchklatscher auf die kleinen Schweine. Da das Gehege aber so klein war und die kleinen Babyschweine keine Chance hatten zu entkommen, wurden sie natürlich zerdrückt. Das Gericht entschied, der Herr muss für 15 Monate in Haft. Aber ich glaube, dass die Lügenpresse uns was verschweigt. Das war bestimmt ein Islamist. Man ist nirgendwo sicher. Egal wo du hingehst, du lebst ständig in der Angst. Zu meiner eigenen Sicherheit habe ich ein Messer unter meinem Kissen. Man weiß ja nie, vielleicht bringt jemand Kuchen plötzlich vorbei. Neulich habe ich auf Facebook einen Post gesehen von der Bild-Zeitung und da stand ungefähr, sollen die Muslime auch einen Feiertag in Deutschland kriegen? Und da wurde natürlich heiß diskutiert und wie, jetzt noch ein Feiertag, Islamisierung von Deutschland und. Die Aufregung war riesig. Aber ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Muslime haben doch schon einen Feiertag in Deutschland. Allah Heiligen. Wir haben Freitag, den 13. Und wer darf an so einem Tag nicht fehlen? Natürlich, Donald Trump. Ich habe ein ganz tolles Video von ihm gefunden. Schaut euch das mal an. Fuck you. Es ist ernst, ich hab mir in die Hosen geschissen. Lacht nur. Aber es ist wirklich Tatsache. Und jetzt stehe ich hier und grinse dämlich in die Kamera. Ich fühle mich so richtig beschissen. Stehe ich hier oben und, im wahrsten Sinne des Wortes, stinke ich nach Scheiße. Aber was soll ich machen? Ich muss damit leben und ihr müsst damit leben. Und mit dieser Frisur muss ich auch leben. Genauso wie ihr. Aber ich komme damit klar, weil es ist meine Frisur. Ich weiß auch nicht, warum mich alle einen Rassisten nennen. Ich bin kein Rassist. Ich habe sogar einen Neger als Freund. Ich glaube, der hieß irgendwie Kanye West oder so. Sehen Sie? Also ich bin kein Rassist. Und wenn ich mich im Fernseher sehe, dann denke ich mir, wow, was für ein Typ. Voll geil. Es ist großartig, so reich zu sein. Denn das Glück kommt dann ganz von allein. Oder so. Irgendwie so ging der Spruch. Ich weiß es nicht mehr. Herr Trump, da ist noch etwas, was ich Ihnen aus tiefstem Herzen gerne sagen möchte. Nein, das heißt eine Schnauze! Du Oberartikel! So, wenn wir schon bei Trump sind, zum guten Schluss habe ich noch einen Witz gehört, einen sehr guten, von meinem Kollegen Shakiri. Und zwar, da ist ein Flugzeug kurz vor dem Absturz. Da sind 4 Insassen, aber nur 3 Rettungsschirme drin. Den ersten Rettungsschirm packt sich Brad Pitt. Er sagt, Leute, ich muss überleben. Ich habe Kinder, ich habe Fans, die brauchen mich. Ich muss leben. Wie gesagt, springt raus. Den zweiten Rucksack schnappt sich Donald Trump. Er sagt, Leute, ich muss los. Ich werde der schlauste Präsident, der je gelebt hat. Übrig bleibt nur noch ein alter Mann und ein ganz junger Bursche. Da sagt der Alte zum Jungen, Junge, nimm du den letzten Fallschirm. Ich hab gelebt, ich hab fast alles gesehen. Und du bist noch jung. Sagt der Junge, nee, brauch ich nicht. Darauf der Alte, total verwundert, wieso brauchst du ihn nicht? Sagt der Junge, Donald Trump hat meinen Rucksack genommen.